Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich in Schwabing für euch bei der Eröffnung von Tushimo. Eco-Fashion mitten in Schwabing. Arosha Rosenberger ist international bekannt von den verschiedensten Fashion-Shows und jetzt kommt sie von der internationalen Laufstiegs hier mitten nach Schwabing. Wir mischen uns unter das Volk und gucken, wer heute alles dabei ist. Schauen wir mal. Warum bist du heute bei Aroshas Opening? Ja, also es ist eine vielversprechende Marke, wurde mir gesagt, und ich wollte mich mal überzeugen. Aber es gibt ja nur Damenmode. Ja, trotzdem. Für Geschenke vielleicht. Genau. Muss informiert sein. Kommst du denn aus München? Nein, ich komme nicht aus München. Woher kommst du? Aus Mallorca. Also bist du wegen Mallorca extra heute angereist? Ja, freilich. Wow, ob das ein anderer Gast auch noch toppen kann, diese Anreise? Jetzt habe ich gerade eine Bloggerin entdeckt, die ihr schon vom HTC Fashion Check-In kennt. Wir klopfen einfach mal an. Hallihallo, erwischt. Grüß dich, komm her, komm zu mir, komm hier in die Kamera. Wir haben uns das letzte Mal gesehen beim HTC Fashion Check-In und heute bei Eco Fashion Tushimo. Wie kommst du dazu? Also ich bin sehr froh, hier zu sein und ich kenne schon Arosha. Ich habe sie zum ersten Mal bei Fashion Secret gesehen, dann habe ich auch bei Fashion Week habe ich sie gesehen und finde ihre Kollektion wunderschön. Also ein totaler Tushimo-Fan. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, Eco kann auch sehr fashion sein. Da sehe ich jemanden von der Secret Fashion Show. Das ist die Cassie. Du bist ja auch bei der Secret Fashion Show immer dabei. Das stimmt, ja. Warum denn? Ich unterstütze mit der Beauty and Fame Academy da Haare und Make-up, das komplette Styling Backstage. Und heute bei Tushimo, wie kommt's? Ja, neue Leute kennenlernen, ein bisschen netzwerken. Die Designerin war ja auch bei der Secret Fashion Show und dann kann man ja mal vorbeikommen. Und gefällt's dir? Auf jeden Fall, hat sehr interessante Sachen, schöne Abendkleider auch mit dabei. Sehr sexy. Ja, dann viel Spaß noch. Danke. Noch nicht mal drin gewesen und schon so viele Leute gekannt. Aber jetzt sehe ich Arosha und die muss uns auch ein Interview geben. Wie geht es dir mit deinem Laden jetzt heute, die große Eröffnung? Oh, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Und wie sind die ersten Reaktionen, die ersten Stimmen? War ganz gut. Ganz gut? Ja. Ja. Die meisten kennen dich ja schon von der Secret Fashion Show, gell? Und jetzt hier mitten in Schwabing. Wie kommt's? Warum ausgerechnet Schwabing? Ja, ich habe mein Mode aus Lebensgefühl gemacht und dann die Herzen von München in Schwabing. Das stimmt. Wir gucken uns mal weiter drinnen um. Also kommt mal mit. Man stelle sich vor, hoher Besuch von einem großen Verlagshaus hier bei der Eröffnung. Hallo Martina. Ich habe gerade schon gesagt, hoher Besuch aus einem großen Verlagshaus. Wie kommt es denn, dass du heute Abend hier bist? Ich bin zufälligerweise vorbeigekommen. Ach, das stimmt doch nicht. Doch. Wir sind Medienpartner der Secret Fashion Show und wir kennen den Designer, Designerin schon von Anfang an und sind total begeistert und berichten immer gerne in unserem Magazin und freuen uns schon auf die nächste Secret Fashion Show und sind wieder dabei. A Boy Loves Fashion at Tushimo. Aber hier gibt es nur Damenmode, Chris, wie kommt's? Ach, also wenn Damenmode so gut ist wie bei Tushimo, muss ich dabei sein. Bist du also ein Fan von Arosha? Natürlich. Woher kennst du sie denn schon? Von der Berliner Fashion Week. Oh. Da war sie ja ein Star. Da haben alle ihre Kollektion gefeiert. Liebe Freunde von Monaco Deluxe, das war's wieder von der Eröffnung von Tushimo. Ich habe versucht, ein paar Leute euch vorzustellen, die heute genauso begeistert sind wie die vielen anderen schon von Tushimo und Eco Fashion. Und wenn ihr mal vorbeikommen wollt, ab nach Schwabing, die Adresse und die Webseite verlinke ich euch in die Infobox. Und wie immer, hat euch das Video gefallen? Einen Daumen hoch und am liebsten lasst uns noch ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.